Hallo zusammen, Gruß wie immer am Anfang an unsere vier Kinder, die ich jetzt schon, wann war es, heute ist der 27. 9. Oktober, 18 Tage, da hatte ich sie das letzte Mal gesehen, unsere vier Kinder. Liebe Grüße, Kuss für jeden von euch. Ja, heute frage ich mich, ob das Jugendamt Ehingen sich mit unseren Kindern an mir rächt, weil ich kritisch über die Arbeit des Jugendamt Ehingen berichte in unserem Fall. Das Jugendamt empfahl ja dem Familienrichter am Amtsgericht in Ulm, dass sich unsere Kinder am besten überhaupt nicht mehr und wenn überhaupt, dann nur im begleiteten Umgang, also unter Bewachung sehen sollte. Und es war sogar noch als Angebot formuliert vom Jugendamt Ehingen. Ich nehme an, es war ein sehr großzügiges, es war gedacht als großzügiges Angebot, dass ich unsere Kinder zumindest unter Bewachung sehen darf. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für dieses äußerst großzügige Angebot. Und warum hat das Jugendamt Ehingen dieses großzügige Angebot gemacht? Ja, weil ich vor Gericht gesagt habe, ja, ich wurde ja gefragt, ob ich denn weiterhin mit unseren Kindern über das Wechselmodell reden werde. Habe ich gesagt, ja, natürlich, das ist mein Recht und meine Pflicht als Vater, die Bedürfnisse unserer Kinder wahrzunehmen und mit ihnen darüber zu reden. Und ich wurde auch gefragt, ob ich denn auf der Website weiter das Wechselmodell mich dafür einsetzen will. Und ich habe gesagt, natürlich, ist ja meine Meinungsfreiheit, nicht wahr? Wohlgemerkt, man hat mich nicht gefragt, ob ich die Kinder weiter, wie mir das Gericht dann im Beschluss unterstellt hat und auch das Jugendamt, man hat mich nicht gefragt, ob ich die Kinder beeinflussen werde gegen die Mutter, indem ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, sondern man hat mich gefragt, ob ich weiter über das Wechselmodell rede, was ich bejaht habe. Und das Jugendamt Ehingen hat ja auch an dem Gerichtstermin am 5. Oktober mich dämonisiert und mir attestiert, ich hätte eine Besessenheit von der fixen Idee des Wechselmodells. Ich kann mir vorstellen, was sind denn diese Besessenheiten? Ja, also ich glaube, es gab da mal einen, der war besessen von dieser fixen Idee, dass die Welt keine Scheibe ist. Nicht an mich, es gab auch einen, der war besessen von dieser Idee, dass nicht die Sonne um die Erde kreist, sondern die Erde um die Sonne. Nun ja, dann bin ich halt einer, der ist besessen von dieser fixen Idee, dass Eltern gleichberechtigt sind und nach der Scheidung die Kinder am besten im Wechselmodell bei ihren Eltern leben sollen. Na gut, soviel zum Jugendamt. Und was tat der Richter? Das Amtsgericht Ulm hat gesagt, das ist gefährlich, was da der Papa Sandro Grogans macht, dass er privat mit den Kindern über das Wechselmodell redet und öffentlich im Internet. Das schädigt die Kinder körperlich und seelisch. Und deshalb darf ich die Kinder und sie mich nur noch 90 Minuten pro Woche sehen und nur noch unter Anwesenheit von zwei fragwürdigen Frauen des Kinderschutzbund Ulm-Neu-Ulm. Und warum sind die fragwürdig? Na, weil ich den Kinderschutzbund Neu-Ulm ein paar Fragen gestellt habe, auch zu diesen zwei Frauen, die mir nicht beantwortet wurden. Deshalb ist es nach wie vor fragwürdig, was da geschieht. Naja, es ist ja, also nehmen wir an, wir leben in einem Land, wo es Richter gibt, die von vornherein sich sagen oder überzeugt sind, dass Kinder zur Mutter gehören. Und wenn wir in so einem Land denn leben, dann wird sehr wahrscheinlich in so einem Land
Ein Vater, der sich dem nicht beugt, überwacht. Und wahrscheinlich nicht von einem Mann, sondern von einer Frau. Und in meinem Fall sogar noch von zwei Frauen. Gut, das ist jetzt eine ganz hypothetische Annahme von mir. Ja, wie das wäre in einem Land, wo die Gleichberechtigung nicht herrscht, sondern Kinder zur Mutter gehen und der Vater spielt keine Rolle. Und wenn er da was dagegen hat, dann muss er halt von zwei Frauen bewacht werden. Ja. Gut, also angeblich laut Jugendamt und laut Amtsgericht in Ulm, es ist total gefährlich, wenn ein Vater mit seinen Kindern über das Wechselmodell redet. Und das Wechselmodell ist ja nichts anderes als die Aufklärung unserer Kinder über ihre Kinderrechte, nämlich ihr Kinderrecht, ihr Recht nach der Scheidung, nach der Trennung der Eltern, bei beiden Eltern leben zu dürfen. Hört sich alles für euch absurd an oder unglaubwürdig? Wenn es unglaubwürdig ist, schaut doch auf freifam.de, da ist der Beschluss des Amtsgerichts. Da seht ihr auch darin, dass es offenbar keine Beweise gibt. Also ich vermute ganz andere Gründe für diesen Beschluss. Das Jugendamt Ehingen will mich mundtot machen, damit ich es nicht mehr öffentlich kritisiere. Und dafür scheint dem Jugendamt Ehingen jedes Mittel recht zu sein. Selbst wenn es heißt, dass vier Kinder im Alter von 10, 9 und Zwillinge im Alter von 5 Jahren ihren Vater gar nicht mehr sehen oder nur noch 90 Minuten pro Woche unter Bewachung. Das sind übrigens 22,5 Minuten pro Kind. Das sind übrigens, ich hatte vor dem Beschluss, hatten wir 27% der Zeit unserer Kinder zusammen. Jetzt sind es 0,8%. Daran könnt ihr ermessen, wie gefährlich es ist, wie schädigend es ist, als Vater mit seinen Kindern über das Wechselmodell zu reden. Und das Jugendamt Ehingen hat offenkundig keinerlei Beweise für seine Vorwürfe, dass ich unsere Kinder mit dem Reden über das Wechselmodell schädigen würde. Also wie soll es überhaupt gehen? Ein Vater schädigt angeblich seine Kinder, weil er sie über ihre Kinderrechte nach der Scheidung ihrer Eltern aufklärt. Muss ich bewacht werden, weil ich mich für Kinderrechte einsetze und unsere Kinder darüber aufkläre? Ich setze mich ja für ihre Kinderrechte ein, indem ich vors Gericht gehe und das Wechselmodell beantrage. Und ich komme raus aus dem Gericht und bekomme einen Beschluss, dass es gefährlich ist, dass ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Und die Kinder sagen zu mir, Papa, ich will mit dir genauso viel Zeit verbringen wie mit der Mutter. Und dann rede ich mit ihnen darüber und sage das Gericht, gefährlich. Und das Jugendamt sagt, er ist besessen von der fixen Idee des Wechselmodells. Der wahre Grund liegt in 9 Artikeln, die online ich geschrieben habe über das Jugendamt Ehingen. Diese 9 Artikel lauten, das Jugendamt Ehingen gefährdet meine Kinder. Zweitens, missachtet das Jugendamt Ehingen das Familiengericht in Ulm. Da wurde der Mutter unserer Kinder vom Jugendamt empfohlen, die Kinder von mir fernzuhalten, weil ich anscheinend die Kinder psychisch unter Druck setzen würde, dass sie im Wechselmodell mit mir leben wollen. Das ist nach wie vor offenbar nicht bewiesen. Und ja, das ist natürlich sehr schlimm für Kinder, wenn sie bei beiden Eltern leben müssen und ein Elternteil anscheinend sie da manipuliert. Wie auch immer diese Manipulation aussehen soll, wenn Kinder plötzlich, wie immer, die ganze Zeit, ständig beide Eltern lieb haben und bei beiden Eltern leben wollen. Der 3. Artikel heißt, hat das Jugendamt Ehingen unsere Kinder psychisch gefährdet? Diese Frage ist ja berechtigt, wenn ein Jugendamt gegen den Beschluss eines Gerichts der Mutter empfiehlt, dass sie den Kindern den Vater entziehen soll. Sowas schmerzt Kinder. Der 4. Artikel, bestraft das Jugendamt Ehingen unsere mutigen Kinder mit 4 Wochen Vaterentzug, ist auch eine berechtigte Frage. Denn
nachdem ich anscheinend im April die Kinder psychisch unter Druck gesetzt habe, laut Jugendamt Ehingen, damit sie, wie auch immer, ja, anscheinend den Willen entwickeln, bei beiden Eltern leben zu wollen. Seltsam. Also im Januar 2017 habe ich unseren Kindern gesagt, dass ich Papa und Mama jetzt wirklich trennen. Dann hat 2-3 Tage später meine älteste Tochter vom Einschlafen gesagt, schade, dass ihr euch trennt, aber jetzt haben wir 2 zu Hause. So fing es an. Deshalb haben wir angefangen, über das Wechselmodell zu reden. Und damals im Januar 2017 wusste ich noch nicht, was das Wechselmodell ist. Ich habe dann anderen Leuten davon erzählt, was meine Tochter gesagt hat, die älteste. Und hat mich eine Person darauf hingewiesen, dass es doch da jetzt eine Entscheidung gab vom BGH, dass das Wechselmodell auch gegen einen Elternteil angeordnet werden kann. Ja, und das Jugendamt Ehingen hat behauptet, ich hätte die Kinder da psychisch gezwungen, wie auch immer, und ist bei den Kindern zu Hause gewesen und hat zu denen, sonst wird die Kinder erzählt, gesagt, was euer Papa gemacht hat, war falsch. Und da fragt sich doch ein Kind, Moment, warum war es falsch, wenn wir unserem Papa sagen, wir wollen genauso oft bei ihm leben, wie er bei uns, und unser Papa unterstützt uns, versucht mit der Mutter darüber zu reden, mit unserer Mama, versucht ihr irgendwie klarzumachen, was wir wollen, und bittet sie in unserem Namen. Und dann streiten wir noch 3 Tage lang mit unserer Mama und sagen ihr konstant, wir wollen halbe beim Papa leben. Und dann kommt eine vom Jugendamt und sagt, was euer Papa gemacht hat, war falsch. Das heißt ja für die Kinder, es war falsch, dass unser Papa uns unterstützt. Und es war falsch, dass wir so etwas wollen. Wir dürfen es jetzt nie wieder wollen, sonst werden wir wieder bestraft, dass wir den Papa nicht sehen dürfen. Deshalb habe ich einen Artikel geschrieben, bestrafte das Jugendamt Ehingen unsere mutigen Kinder mit 4 Wochen Vaterentzug. 5. Artikel. Verstieß das Jugendamt Ehingen gegen seinen Auftrag, unsere Kinder zu schützen? Ergibt sich aus dem, was ich vorher gesagt habe. 6. Ist das Jugendamt Ehingen väterfeindlich? 7. Das Jugendamt Ehingen entschied nur auf Basis der Aussage der Mutter. Ja? Diese Behauptung, ich hätte die Kinder manipuliert, kommt daher, weil die Mutter dem Jugendamt erzählt hat, was ihr anscheinend unsere damals 4-jährigen Zwillinge gesagt haben. Eine Mutter, die gegen das Wechselmodell ist, erzählt einer Jugendamtsmitarbeiterin, was der Vater denn Schlimmes über das Wechselmodell gesagt hätte und wie er die Kinder da anscheinend manipuliert und unter Druck gesetzt hätte. Und die Frau vom Jugendamt glaubt es natürlich dieser Mutter, so wie es aussieht. Warum? Ist diese Frau vom Jugendamt auch gegen das Wechselmodell? Hat sie da eine persönliche Einschätzung dazu? Und will diese Einschätzung unserer Familie aufdrücken, unserer Nachtrennungsfamilie? Wäre vielleicht noch einen 9 Artikel wert. Also das Jugendamt entschied damals nur auf Basis der Aussage der Mutter und empfahl dann der Mutter, die gegen das Wechselmodell ist, sie soll die Kinder nicht mehr zum Vater lassen. Die Kinder, die der Mutter 3 Tage lang gesagt haben, wir wollen aber im Wechselmodell leben. Reife Leistung beim Jugendamt Ehingen. 6. Artikel, 8. Wie kann ich erneute Verstöße des Jugendamt Ehingen verhindern? Wie der Beschluss jetzt von vor 2 Wochen zeigt, gar nicht. 9. Zensiert das Jugendamt Ehingen die Telefonate von Sandros Kindern? Da hat das Jugendamt Ehingen nämlich zu unseren Kindern gesagt, sie dürfen zwar mit mir telefonieren, aber nur, wenn die Mutter dabei steht und sie dürfen beim Telefonat nichts Schlimmes über die Mutter sagen. Da hat das Jugendamt Ehingen eine seltsame Vorstellung von Privatsphäre. Aber anscheinend ist es ja gut, wenn die Mutter die Kinder kontrolliert. So denkt sich das nach meinem Dafürhalten das Jugendamt Ehingen. Also die Beweislage gegen mich ist nach meiner Einschätzung nicht existent. Es gibt keine Beweise, dass ich die Kinder psychisch unter Druck gesetzt hätte, dass sie auf die Idee kämen, dass sie ja beide Eltern lieben und bei beiden Eltern gleich viel Zeit verbringen wollen.
Aber die Beweislage gegen das Jugendamt Ehingen, die ist doch offenkundig, oder? Das Jugendamt Ehingen attackiert meine Meinungsfreiheit mit der vorgegaukelten Sorge um das Wohl unserer Kinder. Das ist meine Einschätzung. Meine Online-Artikel sollen unsere Kinder schädigen? Ich denke, sie schaden wohl eher dem Jugendamt Ehingen, das allmächtig entscheiden will, dass die Kinder auf jeden Fall zur Mutter sollen, egal was die Kinder wollen, egal was das Grundgesetz sagt, egal was die Gleichberechtigung denn sagt und die Gleichheit vor dem Gesetz. Und auch egal, ob es einen anderslautenden Beschluss vom Gericht gibt, dann werden halt die Kinder nicht zum Vater gebracht, das wird dann der Mutter empfohlen. Und mal Hand aufs Herz. Wie soll es überhaupt gehen, dass Kinder durch unsere Website freifarm.de geschädigt werden? Kleine Schule zum Internet für das Jugendamt Ehingen und auch den Familienrichter in Ulm. Das Internet funktioniert ganz kurz so: Jemand stellt Inhalte auf einem Server zur Verfügung und jemand anderes greift darauf zu. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich Inhalte auf die Freifarm-Website stelle, dann zu jemand hingehen muss und sagen muss, das sind jetzt Inhalte, und ihm dann diese Inhalte vor die Nase hebe, sondern die andere Person macht es komplett von sich aus. Verstanden, Jugendamt Ehingen und Familienrichter in Ulm? Gut. Dann ist es doch jetzt so. Seit 50 Tagen leben die Kinder nicht mehr bei mir. In dieser Zeit konnte es nur einen Weg geben, auf die Website zuzugreifen. Die Mutter oder jemand im Umfeld der Mutter muss den Kindern einen Internetzugang geben und einen Computer, Tablet, Handy, wie auch immer, damit sie meine Website, freifarm.de, unsere Website eingeben und darauf zugreifen. Also wer schädigt denn hier die Kinder? Doch die Person, die die Kinder auf die Website zugreifen lässt. Es ist schade, dass ein deutsches Gericht offenkundig sich von dem Jugendamt dazu verleiten lässt, an einem Vater Rache zu nehmen und ihm seine Meinungsfreiheit einzuschränken, weil er über dieses Jugendamt kritisch berichtet. Sowas zersetzt unseren demokratischen Rechtsstaat und unsere demokratische Grundordnung. Meiner Meinung nach ist es verfassungswidrig, deshalb habe ich auch eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und lieber Familienrichter in Ulm, das Jugendamt Ehingen hat gegen einen Beschluss von Ihnen gehandelt. Und jetzt machen Sie sowas? Sobald das Jugendamt Ehingen kritisiert wird, agiert es wohl außerhalb unserer demokratischen Grundordnung. Meinungsfreiheit und Kinderrechte sind dann Schall und Rauch und das Kindeswohl wird zum Machtinstrument einer Behörde. Wer das Jugendamt Ehingen kritisiert, so wie ich, das dürfte jetzt offenkundig sein. Der könnte seine Kinder verlieren. Oder wenn das Jugendamt ein großzügiges Angebot macht, dann darf er sie 90 Minuten pro Woche unter Bewachung von zwei Frauen sehen. Und damit tschüss auch an unsere Kinder. Kinder brauchen Vater und Mutter.